Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Hamburg. Ich habe gerade einen kleinen Powernap gemacht und jetzt geht es voller Energie hier natürlich im Hoodie bei gefühlten 43 Grad in der Wohnung. Du hast schon einen ganz roten Kopf. Ja, das soll die Energie durch meinen Körper fließt. Ihr wisst, wie es läuft. Wir haben ein Paket und zwar von KTM und da ist diesmal was drin. Was für euch gedacht ist, wir gehen einfach mal zur Couch, packen das gemeinsam aus. Wie findest du eigentlich mein Dress? Ist eigentlich ganz nice, oder? Guck mal. Der geht steil auf jeden Fall. Bada bada bada. Bevor ich das aufmache, muss ich noch was holen. Das gehört nämlich dazu. Uno secondo! Uno secondo! Sören, Sören, Sörensen! So, wir haben ja hier die Startnummertafel, da haben wir schon beim letzten Mal drüber geredet. Und wir haben jetzt hier, wenn ich das richtig verstanden habe, noch eine Startnummertafel drin. Das brauchen wir nicht. Hä, wie jetzt? Das ist alles, was da drin genau, ist. Genau, also kleiner Inhalt, großes Paket. So. So würden Serienkiller was auspacken, wie du gerade mit der Schere. Das ist doch eine Lüge. So, jetzt haben wir hier nämlich noch eine Startnummertafel. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, was hat es damit auf sich? Wer ist die Nummer 54? Genau, wer ist die Nummer 54? Wir packen die jetzt einfach mal hier aus. Und ihr seht schon, hier ist ein Fragezeichen drauf. Ja. Ist das per Hand drauf gemacht? Gesundheit! Digga, da kam richtig Rotz aus der Nase. Auf jeden Fall, wir haben eine weitere Startnummertafel. Wir sehen, könnt hier. Warte, das hat viel zu doll gewackelt. Sag das nochmal. Wir haben eine weitere Startnummertafel und wir sehen, könnt hier oben ist so ein kleines Fragezeichen drauf. Das sieht so aus, als wurde es per Hand drauf gemalt. Grüße an Kati. Ich denke mal, dass sie es war. Und wir werden jetzt eine Wildcard verlosen. Ist das geil? So. Eine Wildcard. An ja. Den Zuschauer. Genau, wir machen ja ein kleines Event. Ist das in Berlin? Ist das? Ja, das ist in Berlin. Ja, ne? Ja. Genau. Und da könnt ihr mitkommen. Ich muss jetzt mal, ich bin... Digga, ist Niklas Wetter an hier oder was bimmelt ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, die ganze Zeit WhatsApp. Ich bin schlecht vorbereitet, Freunde. Aber ich hab ja die schöne Mail hier von der Kati noch. Ja? So, und dann kann ich euch... Kannst du mal sagen, auch nochmal Werbung machen? Das Video kommt ja morgen schon, ne? Ja. Dass die Leute mal auf KTM Deutschland den Account gehen sollen, weil da wird bald auch ein MotoGP-Gewinnspiel kommen. Jemand, der uns beide begleiten kann zum Sachsenring. Welche Seite war das? KTM Deutschland? KTM Sports Motorcycle Germany. KTM Sport Motorcycle Germany. Sports Motorcycle. Sport Motorcycle Germany. Ich fühle mich wie in USA. Wattpins? Wattpins? Also, wir haben die Mail jetzt offen hier von der lieben Kati und zwar könnt ihr gewinnen ein Wildcard! Applaus bitte! Eine Wildcard könnt ihr gewinnen für das Event in Berlin. Wann ist das nochmal, das Event in Berlin? Ich habe jetzt 2. bis 4. Juli stehen. Das könnte hinkommen, also ich glaube der 3. Juli ist dann so der Main Day und ihr könnt diese Wildcard gewinnen, da ist alles inklusive. Ah hier, inkludiert bei der Wildcard sind Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Das ist schon geil. Und das Event selber. Ja und ihr kriegt, wenn ihr benötigt, Klamotten sogar, habe ich gehört. Also schon ziemlich geil. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, ja wie funktioniert das denn, wie kann man gewinnen? Ganz einfach, wir haben einen Hashtag und zwar Hashtag Wheels on Off. Wenn ihr diesen Hashtag nehmt, ja, bei eurem Husqvarna-Foto, eurem Husqvarna-Moment, also einfach das geilste Husqvarna-Foto, was ihr jemals geschossen muss habt. Muss das auch ein Husqvarna sein? Ja, es muss ein Husqvarna sein. Egal ob Onroad oder Offroad, es muss ein Husqvarna sein. Oder geht auch noch Husqvarna-Rasenmäher. Das wäre geil. Ich würde das witzig finden. Nee, nur Motorräder. Nur Motorräder. Aber es wäre echt, witzig. Ja, ja natürlich. Ja. 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 Der geht dann immer so, hier geht er so. Ja, so gehen die Husqvarna. Ja, genau, die sind geil. Müssen wir eigentlich auch meinen haben. Auch wenn wir keine Wiese Rasen. Ja, egal, dann, wir können ja hier auf der Loggia so ein bisschen rasen, Kunstrasen. Das ist ja geil. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall. Also, wir haben den Hashtag Wheels on Off. Diesen Hashtag nehmt ihr bei eurem besten Husqvarna-Foto. Ihr müsst das natürlich neu hochladen, beziehungsweise ein geiles Schießen, das wäre noch kreativer. Und dann müsst ihr neben diesen Hashtag Husqvarna Deutschland markieren und mich. Steht hier zumindest in der Mail drin. Ja? Also, Hashtag Wheels on Off auf dem geilsten, allergeilsten Husqvarna-Foto, das ihr euch vorstellen könnt, natürlich von euch, markieren, Husqvarna Deutschland und mich markieren und dann nehmt ihr schon am Gewinnspiel teil. Wir losen aus am... Wo ist denn jetzt hier wieder die...
Die Kati. Kati. Wir losen aus, genau, Gewinnspielende ist dann am 18.06. Also das Video geht morgen online, morgen ist der 14. Also in 4 Tagen lösen wir das Gewinnspiel auf. Ich habe richtig Bock, ihr könnt dabei sein. Sören ist bei dem Event dabei, Lukas ist bei dem Event dabei, wer ist noch dabei? Annika! Ich will, dass Leon, schneide mal bitte einen Countdown davor ein und mach Autismus Kicks in 3, 2, 1 und dann kommt das. Das war das Witzigste. Oh nein! Okay, gut, das war jetzt ein bisschen zu viel. So, auf jeden Fall, Leute, ja? Macht mit, ich hab Bock drauf. Es wird ein geiles Event. Vielleicht habt ihr dann bald schon diese Startnummerntafel. Ich weiß nicht, ob die zugesendet werden, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, Briefkasten. Kannst du die doch zusenden. Ich kann die, ja. Wie kann ich die zusenden? Ja. Ja. Oder mitbringen, ja. Quasi zum Event oder ich so. Ich send die zu. Und dann packe ich noch Sticker ins Paket. Und jetzt rennen sie dir die Bude ein. Oh. Es wird geil, Leute. Ich freue mich drauf. Ich werde alle Fotos angucken. Und das Allerbeste wird dann gewinnen. Hier, guck mal hier in die Sitzbank. Das ist nämlich nicht da. Siehst du da bei der 300er? Die ist weg. Ja. Was damit passiert, das werdet ihr demnächst sehen. Die war nämlich blau. Und blau geht natürlich nicht. Ja, wenn man schwarz, weiß, neongelb. Aber dazu im nächsten Video mehr. Und wir haben ja auch noch, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Guck mal, dahinter, hinter der 300er, siehst du das? Ja. Bleib ruhig sitzen. Hier, guck mal. Noch ein Paket, ja. Das machen wir jetzt nicht auf. Da ist die Verkleidung drin für die Bude hier. Ja, und zwar eine schwarze. Und das Deko haben wir ja schon, sprich, ich glaube, morgen werden wir dann das Ganze mal aufkleben. Ich habe schon richtig Bock, nachdem ich letztens da mit Flo und Julia 3,5 Stunden, 4 Stunden das Ding aufgeklebt habe. Du freust dich? So? Überhaupt nicht. Es wird geil. Nee. Check den Merch ab und das Allerwichtigste, geht steil. Wupp! Hast du Wupp gesagt? Nein, ich hab Wupp gesagt! Mann. Nein, kein Wupp! Ich sag doch nicht Wupp! Er sagt Wupp, schreib's in die Kommentare. Ich sag auch keinen Wupp hier, ich bin jetzt raus. Vorbei die Show! Geht steil. Wupp!